Hallo und herzlich willkommen hier bei Klemm der stehende Putter. Ich möchte mich mal wieder melden mit einem kleinen Update. Und unsere stehenden Putter sind ja schon seit 2 Jahren auf dem Markt und wir haben super viel Feedback bekommen, super viel gutes Feedback bekommen und haben in, weiß gar nicht wie viel, 8 oder 10 Ländern die Putter verkauft. Also auch fernab von deutschsprachigen Ländern. Und ich bin super glücklich mit der Entwicklung. Es hat mich ein Kunde angeschrieben, der sogar gleich 2 Putter gekauft hat und meinte, finde den Putter richtig cool, ob wir denn eine neue Schlagfläche auch irgendwann mal anbieten, entwickeln, weil er der Meinung ist, ja, man könnte doch bestimmt ein anderes Gefühl, eine andere, ja, ein paar Vorteile durch die andere Schlagfläche haben, dass vielleicht der Ball gerade ausläuft und meine Antwort war darauf, dass momentan ich durch meine Golflehrertätigkeit hier im Golfclub Lauterhofen sehr viel zu tun habe und über die Saison über eingespannt bin und eventuell im Winter mich daran mache und weiterentwickle. Und ich habe mir angeboten, wenn er denn die Möglichkeit hat, mit seiner Firma, mit seinem Betrieb was zu optimieren, zu probieren, kann ich ihm gerne ein paar Schlagflächen zukommen lassen. Habe ich natürlich erstmal, mit ein bisschen Spaß auch gemeint. Cool war, dass der Kunde gemeint hat, ja klar, schick mir doch mal ein paar Schlagflächen, ich probiere was aus. Und rausgekommen sind 3 Schlagflächen, 3 Fräsungen. Ich werde da gleich noch ein Bild einblenden, wie die denn in live ausschauen. Und zum einen möchte ich mich natürlich herzlich bedanken bei dem Kunden, dass er halt im Grunde Eigeninitiative gezeigt hat und seine Ideen in den Putter mit einfließen hat lassen. Rausgekommen sind 3 Schlagflächen. Ich habe die tatsächlich noch gar nicht getestet. Also der Putter steht hier hinter mir und ich werde die gleich alle montieren und mein Feedback dazu geben, wie die sich denn anfühlen und mal gucken, wenn ich davon begeistert bin und wenn ich wirklich merke, da ist ein anderer Roll, ein anderes Verhalten da, der Ball geht gerader, ich bin auch sehr aufgeregt, dann werden wir auf jeden Fall diese Schlagflächen mit ins Sortiment aufnehmen. Natürlich müssen wir diesen Weg wieder durchlaufen, dass wir das nach R&A schicken, nach St. Andrews, dass die das erstmal prüfen, genehmigen und so weiter. Also es wird ein bisschen dauern, aber ich bin auf jeden Fall, also die schaut optisch schon mal richtig cool aus. Es sind richtig schöne Fräsungen und ist die übliche Schlagfläche, die wir sonst auch verbaut haben auf unserem stehenden Putter. Das heißt, wenn diese Schlagfläche funktioniert, dann kann jeder Golfer, der diesen stehenden Putter hat, problemlos die bei uns im Shop dann bestellen und auf seinen Putter einfach tauschen. Ja? So, jetzt ich mal gucken, vielleicht, also ich werde einblenden gleich das Bild und von den 3 Stück, eine hat eine Längsfräsung und die anderen haben, ich weiß den Fachbegriff nicht, so eine runde, ovale Fräsung. Mit Nut hat er irgendwann was gemeint, ich kenne mich da gar nicht aus, aber ich kenne mein Gefühl und weiß, wie es sich anfühlt. Und werde auf jeden Fall mein Gefühl euch schildern und auch die Eigenschaften auf dem Ball. Los geht's! So, nun ist der Test beendet mit allen 3 Schlagflächen und sogar der bisherigen Schlagfläche mit der glatten Oberfläche, mit der glattpolierten Edelstahl-Schlagfläche im Vergleich dazu eben. Und ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall schon mal sehr positiv beeindruckt. Bei allen 3 den neuen Schlagflächen war der Treffmoment ein bisschen angenehm weicher sogar als bisher und was für viele ja auch immer so ein Punkt war, der helle Sound, der bei der bisherigen Schlagfläche immer da war, der war hier nicht mehr zu hören. Das heißt, es war eher ein schönes, angenehmes, vielleicht sogar dumpfer Treffmoment
Und der helle Sound war weg. Von den dreien, wie würde ich die einordnen? Also mein persönlicher Favorit, mit dem habe ich auch angefangen, da war ich voll gleich begeistert, war die Schlagfläche, ich blende sie wieder ein, mit den Längsfräsungen und ja, den Achtern da drin oder mit den ovalen Kreisen. Die fand ich bisher am schönsten. Ich hatte das Gefühl, dass der Ball in eine schöne Rollphase kommt, sehr schnell rollt und auch der Treffmoment war ja, ganz butterweich. Das ist mein Favorit und mal gucken. Ja, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, für welche von den dreien. Die anderen beiden sind natürlich auch optisch super anzuschauen und also natürlich sind die Schlagflächen, die drei, egal welche wir dann irgendwann in Sortimenten aufnehmen, optisch ein richtiger Hingucker. Natürlich bisher diese blankpolierte Edelstahlfläche war eben ja, meiner Ansicht nach, wir brauchen keine Grooves, aber ich merke schon, dass der Ball ein bisschen besser und gerader läuft, besser in die Rollphase kommt mit den drei Schlagflächen und mein Favorit ist diese hier. Wahnsinn, also super, super geiler Treffmoment. Ich werde die mal auf der Runde probieren und ja, dann mal gucken. Ich werde die einschicken nach St. Andrews. Also ich denke schon ziemlich sicher die. Ich werde noch ein paar Stimmen von ein paar Golfern und ein paar Golflehrerkollegen einsammeln. Aber ich kann mir vorstellen, dass es die wird, die ins Sortiment mit aufkommt. Und vom Namen her, naja, es wird im Grunde der allergleiche Putter bleiben. K1 und K2, schwarz und weiß mit den jeweiligen Farben. Und wir werden die halt K1 Pro nennen und K2 Pro. Genau, das ist so der Plan für die nächsten Monate über den Winter. Mal gucken, wir werden schauen, ob wir das serienreif hinkriegen. Und ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Mehr Infos bei Facebook oder hier auf dem YouTube-Kanal und auf der Homepage. Bis bald, macht's gut. Servus.